jemand, der gern netzwerkt. Ich bin jemand, der gern mit Leuten kommuniziert oder Schnittstellen schafft. Ja, mich als Netzwerkpartnerin macht eigentlich attraktiv, dass ich kreativ bin und dass ich immer gute Ideen oder versuche, gute Ideen zu liefern, wenn jemand mal ein Problem hat oder eine Fragestellung hat. Das Netzwerken im VDE finde ich besonders, weil der VDE als Technologieverband einfach Ahnung hat, von was er da spricht und weiß, welche Leute er an den Tisch bringen muss. Ich selbst habe durch meine Netzwerktätigkeiten aus der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Kontakte. Durch meine Berufserfahrung habe ich viele Kontakte, durch meine laufende Forschung habe ich viele Kontakte. Und die natürlich bringe ich in das Netzwerk vom VDE mit ein. Ich rede gern mit Leuten und tausche mich gerne mit den Menschen auch aus. Ich denke, ich bin sehr vielseitig, sehr vielfältig. Für alle Events stehe ich zur Verfügung und bin da auch ein, wie sagt man so schön, Freundesfaktor in allen Events mit dabei, mit drin. Wenn man mich, glaube ich, ganz gut kennt, bin ich ein ganz geselliger und lustiger Typ. Der VDE stellt ja die Plattform dar für uns Elektroingenieure, Elektrotechniker, in unseren Disziplinen, so vielfältig die auch sind, in Kontakt zu treten. Ja, und wir müssen heutzutage interdisziplinär forschen, arbeiten und vor allem denken. Und dazu brauchen wir Know-how auf vielen verschiedenen Gebieten. Und das kann der VDE komplett abdecken. Wir müssen nur die Experten vernetzen miteinander. Und das macht das Ganze sehr spannend auch für mich, um eben mein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen. Wenn man mal eine Praktikumsstelle sucht, wenn man einen Job sucht und auch so hat man eigentlich überall auf der Welt oder überall auch in Deutschland eben Freunde und das ist ein tolles Gefühl. Und man ist da füreinander, es ist ein Miteinander. Ich bin jetzt bei Wirt Electronic ins Berufsleben eingestiegen. Dementsprechend hier im VDE YoungNet verstehe ich einfach die Studenten, verstehe, was notwendig ist, um ihnen da zu helfen, auch diese Schritte zu gehen.